Beim letzten Mal stellten sich unsere mutigen Krieger wildgewordenen Servitoren und entschieden sich aufzuteilen. Was werden Bruder Dart und Bruder Adivarius in der medizinischen Station finden? Und was erwartet Bruder Arthur im Gefängnis? Wir gehen jetzt einmal in die Richtung hier. Und, na, Steven, ne? Ist gut, was siehst. Ja, hier hinten ist einmal, ja, ein Eingang zum Gefängnisteil. Vermutlich verschlossen. Ja, verschlossen. Ja, du brauchst aber nur den Druckknopf drücken. Hm. Ich habe einmal hier auf dieser Ebene alle Türen einmal geöffnet. Hm. Und ja, das Shot schließt, geht einmal mit einem Ratschen auf. Und ja, siehst du alte Gefängniszellen, jeweils jeder Seite drei Stück. Siehst eine lebende Person da, ein Mensch, scheinbar älter zu sein. Und ja, ansonsten zwei neben ihm, einmal ja, nur ein bisschen Gerümpel, was noch durch darum geht. Mhm. Und ja, er sitzt da in der Ecke. Ja, hat wohl, also Klamotten hatte an, so ja, also so ein Leder. Also sehe ich, dass er hier ein Arbeiter war, der aber nicht, also in richtiger Gefängnis. Nee, keine Gefängniszeitung. Er trägt wohl die ganz normalen, also ganz normal Sachen, die man so als imperialer Bürger trägt. Also so eine Lederweste, ja, okay, trägt er, eine ganz normal etwas zerrissene Hose. Ja, gut, wegen der Aktion, die da gerade war, ja. Und ja, schon relativ jung auszusehen, Anfang 30 vielleicht. Hm. Und ja, in seinen besten Jahren. Guck dich aber an. Guck dich mit großen Augen an. Ich möchte noch erstmal noch einen Wahrnehmungstest machen, ob wirklich nur er, dass wir beide jetzt allein sind und nicht, dass irgendein Servitor da war. 20 Quadratmeter Raum, da ist. Ne? Achso, okay. Gut. Ja, ich schreite zu der Gefängniszelle hin und er macht erstmal, er schreit so. Ich möchte meine Waffen erstmal wieder an meine Rüstung langhängen, damit ich nicht so bedrohlich aussehe. Und ich. Scheint wohl irgendwas mit deinen Händen so in deine Richtung zu zeigen. Und halt, guckst du nach oben. Gehst du zwei Schritte zurück an die Wand. Ich frage ihn, noch nie ein Space Marine gesehen? Im Weltraum sieht man vieles. Meister. Nennt mich Bruder Arthur. Bruder Arthur, was macht ein Space Marine wie ihr auf einer Minenstation? Uns ist zu Ohren gekommen, dass hier zwei Trupps hier angekommen sind und die sind sehr schnell dezimiert und eliminiert worden. Daraufhin wurde die Deathwatch alarmiert und ich bin hier mit zwei weiteren Brüdern. Ihr seid von der Deathwatch? Ist das nicht diese geile Elite-Einheit mit diesen coolen, super Special-Waffen und sowas? Ich möchte gerne meine Energieaxt holen und mein Kettenschwert wieder zücken. Er macht ganz große Augen. Die einfach in die Hand. Du erstmal aufbrechen. Ja, steckst einmal hin, das Schloss geht einmal runter, legt einmal auf. Wow! Die Dinger habe ich jetzt nur bei meinem Alter, bei meinem. So, Leiter in dem Moment möchte ich ihn gerne mal mit einer bedrohlichen Stimme erstmal klarrichten, dass es hier um Leben und Tod geht und dass wir Informationen brauchen. Also, jetzt hör mal zu. Ich komme nicht von hier. Also, ja, aber irgendwie musst du ja hierher gekommen sein. Also weißt du auch, was hier passiert ist. Also ich habe ja ein paar Lasergewehrschüsse gehört und ein bisschen Rattern und das Laufen von einigen Gängen vor einiger Zeit. Das würde auch erklären, was die ganzen Toten da hier sind. Wenn man die Tode, lebt noch einer von den Angestellten hier? Du meinst die Servitoren? Welche Servitoren? Moment mal. Ich möchte ihn gerne mitnehmen. Also ich packe ihn so am Kragen oder so. Und du packst ihn am Kragen? Ja, ich weiß, oder irgendwie halt ja, herausziehen, ja, um halt zu mitkommen. Am besten schiebst du ihn, das ist besser, als ihn zu greifen mit seinen Händen. Ja, dann schieb ich ihn so. Er folgt dir einmal. Und wo seid ihr beiden jetzt gerade? Aber ich sag mal, wir sind in dem oberen Gang dann, also ein Stück von also wir, ja, gut, nee. Kurzer Sprung zu uns beiden. Max, wir haben mal die Tür, ne, geöffnet, also alle Drucktüren sind jetzt ganz leicht so zu öffnen. Gucken, ob ich das noch so hinbekomme hier. Geil. Eingang hier. Und dann geht es hier einmal weiter.
Moment. Da, 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 dann. Jetzt einmal Dam, runter. dam, Da, 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 da. Ah, so langsam werde ich besser im Zeichnen. Guck mal einer an. Von der So. Note 6 jetzt mittlerweile schon zu einer 5. Hier siehst du einmal auch wieder zwei Servitoren. Max, dann nimmst du dich das Shot gerne mal auf. Zwei Servitoren stehen hier einmal. Und ja, beide haben so die Arme komplett runtergelassen. Die scheinen wohl keine Energie mehr zu haben. Also sind, ja, die gucken einfach nur auf den Boden und die Arme und der Bolter, also nicht die Bolter, Oh, Arme die und. Frage. Was passiert mit den Servitoren, wenn das passiert? Wenn die keine Batterien mehr haben. Max, was machst du? Ich zeige Bruder Adivarius, dass er sie noch kurz überprüfen soll, ob die wirklich keine Gefahr mehr sind und halt aber währenddessen so halt die Waffe in die Richtung, dass ich halt im Notfall ihm den Rücken decken kann. Adivarius setzt sich sein Energieschwert, Quatsch, dann sein T-Schwert, geht da mal hin, Wolpe im Anschlag, guckt den Servitor mal an. Die wurden aufgestellt. Die haben keine Befehle mehr. Kann man sie per Funk oder per Fernsignal wieder einschalten? Bisschen Arbeit, aber ich könnte sie. Ah, ich könnte da was einbauen, ja? Warte mal. Merkst du, wie halt ein Nacken geht, darüber das aufklappt, ein bisschen rumsetzt? Also, ich bin es nicht so erfahren, aber ich könnte was mit ihm machen. Könnten wir sie dann steuern? Okay. Sehr unüblich, dass dieser Servitor scheint wohl ein Programm für den Patrouillenmodus zu haben. Arbeitsmodus. Moment, Kampf. Okay. Irgendwas scheint seiner Programmierung nicht richtig zu sein. Das erklärt auf jeden Fall, warum sie so aggressiv sind. Also die Servitoren an sich sind nicht aggressiv, nur irgendjemand. Ich meine, warum sie uns angegriffen haben. Ihr wisst schon, Bruder. Also er tappt einmal rum. Der Servitor geht einmal hoch. Er weckt sich einmal zum Leben. Und ja, läuft einmal schon von uns vorbei, den Gang runter. Okay. In Richtung von Arthur. Du, also pass auf, du hörst nur Geräusche, wie die Tür an der Seite aufgeht, und du redest gerade mit ihm, gehst gerade mit ihm raus, du guckst nach links, siehst ja, wie ein Servitor in deine Richtung läuft, Arm in der Hand, Lasergewehr rechts am Anschlag. Du schubst Ich ihn gerade möchte raus, guckst nach links. den Menschen, den ich gerade befreit habe, nach hinten wieder zurück, Okay, freie Aktion, also ja. in Schutz nehmen, und ich möchte den Servitor erstmal eliminieren. Schon mal. Ja, du siehst das Ding wohl nicht ausweichen zu scheint. Mal schauen. Ja. Max, du hast ein lautes Rums 28 und DC. Wums. Kratsch. Ja, das Ding wird einmal in der Mitte zerteilt und klappt mal auf den Boden. Und ich drehe mich um und sage zu Menschen, Ich glaube, Arthur ist Servitoren. fertig. Ich guck, ich, Adivarius guckt dich an, da. Das war jetzt aber keine Absicht. Meine war es auch nicht. Arthur! Und ich rufe halt raus. Ja, ich rufe. Hast du etwas entdeckt? Wie, was? Hast du etwas entdeckt? Wenn du den Servitor meinst, ja, und den Menschen. Ein Mensch? Du hast einen Überlebenden Ja, habe gefunden. ich. In der Gefängniszelle. Komm zu uns. Wo seid ihr gerade? Wir sind Ja, direkt um die Ecke. okay, folgt gut. mir. Ich hole Trefft den euch Menschen einmal. halt wieder heran. Trefft euch einmal hier vorne. Er folgt dir einmal. Wie gesagt, Max, du siehst das da beschriebene Gesicht von ihm. Er guckt sie an. Guckt euch an. Wow, also. Wie kann ich euch helfen? Erstmal wäre Was? es schön zu wissen, wie du heißt. Oh, okay. Bultis Venom heiße ich. Boltis. Was, also scheint etwas irritiert uns zu gucken. Warum habt ihr den Servitor abgeschlachtet? Weil die anderen Servitoren, die wir begegnet sind, nicht gerade freundlich auf uns zu sein scheinen. Adivarius, erklär doch unserem Bruder bitte, was wir gerade entdeckt haben. Also,
Anscheinend scheinen ein paar von den Servitoren gerade eben abgeschaltet worden zu sein. Ich erkläre halt, was ich gesagt habe, ne? Hast du mitbekommen? Nick kam dazu. Ja, ich mache so eine Geste so. Ja, da bin ich wohl ein bisschen heißblütig. OT Lacher, heißblütiger Demenia. Oh Gott. Wenn ich einmal angefangen habe. Ja, möchte ich. Genau. Und ich drehe mich wieder zum Menschen. Du hast mir vorhin immer noch nicht erklärt, was du hier eigentlich machst. Ja. Und vor allem, Wen hast du? warum unser Bruder dich im Gefängnis gefunden hat. Ja, also ich wurde hier eingesperrt. Von wem? Ja, vom Wachhabenden hier an der Minenstation. Ich hatte etwas zu gut Karten gespielt. Das lief dann, glaube ich, etwas schlecht hinaus. Also hast du beschissen. Ist eigentlich, also ich hatte eine große Motivation zu gewinnen und ich habe alle verfügbaren Mittel benutzt, der kratzt sich mit in meinem Kopf. Gut, wir haben verstanden, dass du ein unehrenhafter Wicht bist. Guck dich aber an. Okay. Ja, ist eigentlich der Aufbruch noch da? Welcher Aufbruch? Der Kreuzeraufbruch. Okay. Ich Das gucke ist ein meinen Bruder an. Kreuzeraufbruch. Das ist jetzt aber schlecht. Ja, ich bin mit meinem Freihändler hier gelandet, um mal was zu essen, was ordentlich ist, und ein paar Sachen aufzunehmen. Ein bisschen Karten zu spielen. Moment, die Aufbruch ist nicht mehr da? Wir haben keine Informationen über die Aufbruch. Ich möchte dich, ich drehe mich zu Dart um und funk mal wieder den Funke an. Vielleicht weiß er ja was oder das Schiff. Genau, also ich gehe vor die Tür, mache die auch zu, damit der Kleine jetzt nicht unbedingt jetzt mal alles immer hört, was wir noch Und ich gebe dir besprochen noch haben. per Funk drüber und berichte ihn auch über die Mensch und über die Servitoren etc. Genau. Station, hier Bruder Dart. Funkoffizier. Wir sind in die Kommandozentrale vorgedrungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das die Kommandozentrale? Oder? Das, ja. Jetzt Ja, OT? Genau. Wir sind in die Kommandozentrale vorgedrungen. Einige der Bergbauservitoren wurden anscheinend umprogrammiert. Sie haben uns angegriffen. Wir haben uns ihrer entledigt. Alle wachhabenden Imperiumskräfte wurden abgeschlachtet. In einer Zelle fanden wir einen gewissen Bortis Wennen. Anscheinend ein Händler. Er hat beim Kartenspielen betrogen und redete von einem Kreuzer namens Aufbruch. Können Sie feststellen, ob sich dieser noch im Hangar befindet? wir haben keine Möglichkeiten, den Hangar von außen. Oder haben Sie Informationen über den Verkehr an der Station? Die Logs dazu müssten sich im Hangar befinden, dort im Koordinatendatenbank. Ich kann nur über unsere Scans Bescheid geben. Momentan befindet sich im Sektor hier kein Kreuzeraufbruch. Gut, vielen Dank. Ich melde mich, wenn es weitere Neuigkeiten gibt. Funkoffiziere. Ende. Gut, ich gehe wieder hinein und rede recht leise und zwar auch nur über das Funkgerät zu meinen Brüdern. Es ist kein Kreuzer vorhanden laut den Scans, aber wenn, würden wir im Hangar herausfinden, ob dieser hier ankam und wann dieser wieder verschwand. Darauf, ich sag nur, aber der Hangar, um den zu erreichen, müssten wir in den Weltraum schreiten. Und das würde unser kleiner Freund hier nicht überleben. Hast du es über Funk gesagt oder über Stimme? Über Funk. Also wir könnten einfach problemlos in den Weltraum gehen, das wäre kein Ding, aber eher. Aber irgendwie muss er ja hier rübergekommen sein. Gibt Das ist also. auch eine gute Sache, vor allem eine gute Frage. Ja. Ich würde sagen, wir überprüfen erst noch die medizinische Station und dann versuchen wir herauszufinden, wie wir dort herüberkommen. Ruft ihr mich wieder ein? Ja. Also das war jetzt gerade, das habe ich jetzt gerade laut gesagt, genau. Ich muss also wieder ins Gefängnis. Das klären wir später. Gut. Ja, okay. Ja, es geht weiter.
Moment, ihr findet euch ja gerade hier. Tadam. Gerade hier. Nee, Quatsch, da. So. Genau. Und ja, hier ist praktisch nächste geschlossene Shot, was einmal aufgeht. Ne? Hier wieder ein paar Spinte, Stühle, das Ganze aufsetzen. Ja, der eine abgeschaltete Servitor noch. Ja, hier ist ja mittlerweile keiner mehr. Ja, geht nochmal weiter. Das Tor öffnet sich einmal. Hier wieder ein Raum. Abgeriegelt das Ganze. Ihr seht einmal hier wieder ein paar Spinte. Spinde. Spinde, Entschuldigung. Schon okay, das ist eine schlechte Angewohnheit. Okay. So wie wieder zwei Leichen auf dem Boden. Wieder Imperiale. Nein, keine Reale. Beides wohl Arbeiter in der Uniform eines Minenarbeiters. Ihr seht, dass bei einem davon, nee, korrigiere, bei beiden wurde der Kopf wohl gezielt ausgeschaltet. Also von denen ist nicht mehr viel übrig. Beide Kopfschüsse. Und ich gucke Bortus an. Erkennst du einen der zwei wieder? Also von ihrem Gesicht ist nicht mehr ganz viel wieder zu erkennen. Ja, Kopfschuss kann ja auch ein kleiner sein, deswegen frage ich. Das war jetzt ein Detail, was. Ganz ehrlich, ich gehöre nicht von hier. Jetzt. Ja, es hätte sein können, dass es einer der ist, die du beim Kartenspiel Nein, besiegt ich hab doch nicht hier hast. Karten gespielt. Ich habe drüben beim Chef das Ganze gemacht. Ich bin doch nicht mit diesem komischen Typen da. Ihr Wo steht. drüben beim Chef? Ja, bei seinem Büro in der Nähe des Hangars. Ich spiele doch nicht mit solchen Typen hier, ich meine ganz ehrlich. Also, das lohnt sich ja schon ganz gar nicht, ja nicht, was die an. Die haben wohl kein Geld, willst du sagen, oder? Ja, wo sich es nicht lohnt, etwas abnehmen zu können, braucht man auch keine Kraft investieren. Ich sag dir, im Universum gibt es ganz, ganz viele Spieler, die nicht mit solchen Menschen spielen würden hier. Apropos, wie seid ihr denn hierher gekommen? Habt ihr die Möglichkeit, mich irgendwie auch. Moment, also die Aufruhr ist ja nicht mehr hier. Das hat er nicht gehört. Ach, Er okay. vermutet es. Streicht ihn. Nee, habt ihr. Doch, ich hab mal mit euch gesprochen gehabt. Ist die Aufruhr? Nee, ich habe nur gesagt, wir gehen zur Medizinstation und wir gucken dann, wie wir darüber kommen. Den Rest haben wir nur über Funk untereinander Okay, ja, ist besprochen. okay. Okay, verstanden. Übrigens geht dein Gerät, was auch immer es ist, gleich aus. Ja, ach, 7%, danke. ja, er sagt übrigens, okay, ist die Aufbruch denn wirklich nicht mehr angedockt? Ich per Funk jetzt, was sagen wir ihm jetzt ihm? Ich würde sagen, dass wir das noch überprüfen müssen. Wir müssen das noch Ich. überprüfen. Er nickt euch einmal zu. So, Strom habe ich wieder. Yay! So, allerdings Oh, zwei Aula-Welle! zwei Leichen auf dem Boden. Hier die Tür. Die wird auch mal wieder aufgemacht. Okay, mal gucken, ob ich das einigermaßen hinbekomme. Und. Hoppala, falsch. Schwarz. So. So. Hier ist einmal praktisch so ein kurz wieder ein bisschen Wand. Dann ist hier einmal so eine durchsichtige Glasscheibe. Dahinter seht ihr wohl so eine Art Labor mit einer ja, Tür. Ihr seht auch, dass die wohl verriegelt ist, komplett. Dieser Strich irritiert mich gerade mal. So. So, und hier findet ihr einmal wieder Räume, Raum an Raum an Raum. Alle offen. Ihr guckt rein, ne? In jedem Raum sind ungefähr sechs Betten. Und seht da auch nur ja, Leichen drin liegen. Also ziemlich leicht, also Personen, die ziemlich tot aussehen, müssen wir so ansehen.
wissen nicht, ob die es bei dir ziemlich das tot war. aussehen, aber immer noch am Leben sind. Wisst ihr Eventuell. nicht, wisst ihr nicht. Dann möchte ich das gerne untersuchen. Ja, du gehst aber hin, guckst den ersten an, Leichenwässer. Ich versuche den halt auch irgendwie mit denen zu reden oder so. Gehst einmal So, rum, hallo. erster Raum scheint wohl, hier scheint alles Seid ihr ziemlich wach? tot auszusehen. Ja, ich gehe in den zweiten und gucke mich dort um. Auch links und rechts tot, bis auf eine Person hier oben rechts, die scheint wohl noch ein schwaches Lebenszeichen zu haben. Ich gehe vorsichtig zu ihm und versuche, so ruhig, wie es für einen mächtigen Space Wolf möglich ist, mit ihm zu reden. Keine Antwort. OT, du kannst einen Medizintest machen. Ja, wenn ich Medizin hätte. Okay, na gut, dafür ist der Apothekarin. Richtig. Während er in den zweiten Raum geht, möchte ich dich fragen, ob du das Labor aufbekommst. Sieht ziemlich versiegelt aus, das Ding. Geh da mal hin. Übrigens, by the way, Space Wolves können nicht mal Mediziner werden. Wieso nicht? Können die Spezialität nicht wählen. Ja, einfach keine Hä, aber das Apothekarin. macht keinen Sinn. Jeder Orden hat seine eigene Klasse. Die haben Psioniker, Nicht Apothekarios, alle. Sturmmarines Ja. und. Nee, und das steht extra, steht wirklich als Einschränkung da. Space Wolves können kein Apothekarius Ja. werden. Was ist das für ein Ort? Ja, das ist Gute Frage. Was so. man als Basement bei einer Grippe, wenn man keine Apothekarios da hat? Und vor allem bei den Space Boys. Was machen die dann? Die sind ja komplett aufgeschmissen. Eventuell gibt es dafür irgendwie noch andere auf dem Planeten, die sowas übernehmen. Das weiß ich nicht. Ja, ansonsten holen die einen anderen Apothekarius von einem anderen Orden oder so an. Ja, die sind ja auch die, die am meisten mit den anderen Clans klarkommen. Würde ich jetzt eher mir das Von Gegenteil ein paar behaupten. Ausnahmen abgesehen, von ein paar Leuten abgesehen, aber insgesamt sind es die diese Bruderschaft allgemein als Space Marine am höchsten anerkennt. Untereinander ja, aber nicht im Vergleich zu den, aber nicht zu anderen Ich, dann Orten. hatte ich, dann hatte ich mich da, dann hatte ich mich dabei echt verlesen. Aber egal, das ist jetzt auch nicht das Ich gehe mal Thema. hin zur Tür. Ja. Einen Tischgebrauch. Rein. Das Ding scheint wohl von Hauptzentrale beziehungsweise mit Gewalt verschlossen zu sein. Ich gehe mal um. Nehme mal das Ziehschwert. Ne? Geht's einmal. Ja, stimmt einmal drauf. Schlag einmal auf das Schloss drauf. Oh, schade, ne? 7 Charakterbogen. Nein. 7, 12, 22, 22 DS5. Schlag einmal drauf. Hapasch! Na, zieh's mal raus. Ich glaube, bräuchte ich etwas mehr Sprengkraft. Oder mehr Muskelkraft. Und guck dich dann aber so an. Ich zeig dir auf die Tür. Ja, ich mach dann auch noch mal einen Schlag. Ich erinnere mich gerade an so einen Troll. 27 ist 7. Okay, ja. Du gehst einmal ran an die Tür, schlägst mit deiner massiven Energie jetzt einmal auf das Siegel drauf. Ne? Energie, ja, fließt einmal komplett herum. Und ja, hast dann so eine ziemlich tiefe Kerbe einmal reingeschlagen. Oh, geht nicht auf. Na, schon so ein Stück aufgerissen, das Ganze. Ich frage mich um. Ich pack oben mal Also. an einer Seite, wo ich stecke, dann Ja. zieh da meine Finger rein. Ja, gut, dann mache ich das auf der anderen Seite und dann ziehen wir die Ja, praktisch auf. machen wir einen Stärketest. Und der Erfolgsfall jetzt. Denk an, du kriegst plus 20 wegen der übernatürlichen Stärke. Achso, und noch plus 40 insgesamt. 20 wegen der Rüstung und 20 wegen der übernatürlichen Stärke. Ja, also auf eine 100 muss ich jetzt würfeln. Ja, 75. Okay. Also, zwei Erfolgsgrad. Ja, nochmal 4, ja. Okay. Ja, wir ziehen einmal dran. Ne? Diese Rüstung ist mal kurz am Aufholz, machen einmal rotz, ne? Die beiden Teile mal auf und ja, das Ding reißt einmal auf. Und wir stehen praktisch einem Raum gegenüber. Du siehst, okay, mal gucken, ob ich jetzt hier zoomen kann. Oh.
Ja, gut, jetzt wäre natürlich geil, wenn die Qualität ein bisschen besser ist. Da Ja, aber geht. geht eigentlich, ne? Kannst du auch nach rechts Jo. gehen so? Ups. Bestimmt. So. Ein bisschen höher. Du machst, fängst einfach ein neues Blatt an. Noch nicht. So. Alles ausnutzen. So. Hier ist einmal so eine kleine Liege, liegt auch eine Person drauf. Du siehst, dass bei der Person einmal der Mund ganz weit offen steht, so richtig weit offen. Also unnatürlich offen. Unnatürlich offen. Blut hier ein bisschen so drumherum ist. Und ja, Scheint die das noch auf mich lebendig zu sein? die Person. Nein. Okay. Und so wie ja diverse kleine Medizinkanister. Du siehst, wie praktisch das Blut einmal so eine Blutspur an der Wange hier runterläuft und dann an der Liege, dass es hier so eine Liege ist, hier einmal runtertropft auf den Boden, die einmal weitergeht, kurz weniger wird, Richtung der Kanister und dann komplett aufhört. Dann gucke ich mir die Kanister mal genauer an. Ja, das haben wir so einen versiegelten Hatschu! Gesundheit. Gleich blutet er auch und bis zu irgendeinem Kanister. So einen versiegelten Medizinkanister, der da einmal drin steht in dem Raum. Na, mache ich den mal auf. Ja, Muss ich ja ne? von Stärke das Mach mal machen? Stärke. Mit Stärke bekommst du ihn auch. Kannst auch dagegen schlagen. Oder Tech gebrauchen. 5, also ich habe Ja. 9 Erfolgsgrade. Ja. Sehr gut. Hat's, ne? Du schnippst das einfach runter. Reiß dich mal auf. Ich müsste mal kurz, ganz kurz die Übertragung. Kannst du mal, Max, kannst du mal kurz Ja. das Fenster minimieren, dass du nicht siehst, was ich jetzt auf meinem Bildschirm mache? Klar. Sieh kurz mal nicht hingucken. Hast du? Ja. Das hört sich nach einer Cola an. So, Bildschirmübertragung starten. Steven, du machst das Ding auf, siehst dieses Viech mit Ich, Tentakeln ja. einmal, was er offenem Mund einmal entgegenguckt und dich einmal anschaut und dir einmal entgegenspringt. Mach mal einen Agility-Test. Gib einen Tipp aus. Gibst einen Tipp aus? Oh, gute Idee. Jo, 9. Okay, ja, das Vieh scheint wohl Richtung Kopf dir entgegenzuspringen. Du weichst gerade noch aus, das Ding liegt jetzt, konnte wohl ziemlich weit springen, jetzt so knapp 1 Meter links, so neben dir auf dem Boden. Und dreht sich dann wieder. OT-Frage, wo ist der Brutis, der Mensch? Bei. Bei mir. Okay, gut. Ja, ich möchte das Vieh zerteilen, also töten. Mal Tapuschikur. Und ich treffe. Du schlägst immer auf den Boden drauf. Siehst du, das Viech sich sich gerade auch mit deinen Tentakeln zur Seite Dann kommt schon der robbt. nächste Angriff. Wir machen blitzschnell Angriff. Okay, mach ein bisschen Angriff. Siehst du, wie bei beide in der Nähe einmal sich Trifft bewegt. wieder. Achso, ja, dann. Ungerechter Zorn. Alter. 16. 40 DS7. Du legst einfach das Viech drauf, ja, zerbrutzt einfach in zwei Teile gespalten und ja, das Maul in zwei blieben an den Seiten und. Gut. Wir haben hier ein Problem. Worum Das geht Tier ist es? ein xenosartiges Wesen, ist eine Art. Stellt euch einen Oktopus mit sehr vielen Zehen vor, der uns an den Kopf will. Die Reste eines Oktopus mit. Ja, die Zählen. Reste. Ja, ich möchte gerne wissen, Xenos Ja. drauf. Okay, ich kann nicht. Ja, ich habe bestanden mit einem Erfolgsgrad. Erzähl mal sowas, du weißt. Also folgendermaßen, das ist. Moment, ich bin mal kurz weg. Okay, gut, Pause. Das Vieh ist nämlich witzig, sagen wir es so. Ach was. Möchtest du eine Melone? Eine Melone? Ich hatte Wasser. Ja, nehme ich mit.
Aber ich muss sagen, Xenos-Wesen werden aber in den Regelbüchern oder in den Weiterungsbüchern aber nicht viele genannt. Die meisten, würde ich ehrlich gesagt, aus dem Black Crusade. Da Da gibt habe ich es auch gar nicht so viele gefunden. Black Crusade, in dem Rudelwerk von dem anderen. Da gibt es richtig viele. Ja, echt? Oh. Black Crusade, Deathwatch, Ja, Mark in of Death, Xenos. mit Death Watch brauchst du nicht ankommen. Ja, Da das sind gibt es nicht nur viele. fünf Stück. Mark of Xenos noch ganz viele drin. Da sind auch nur noch weitere fünf. Es gibt, Und die sind auch nicht so. dann gibt es noch Vor für allem nicht Imperial viel. at War, für Imperiumstruppen jetzt auch nochmal. Also muss ich vorstellen, aus den ganzen 40k-Universum gibt es verschiedene Regelbücher, wo du die ganzen vier rausholen kannst. Du musst dann noch ein paar raus, damit ich noch einen größeren Pool habe an Gegnern. Das Wort. Aber ich glaube, das habe ich gar nicht angestellt. Das Wort. Du hast hier nur Death Watch und nicht Ja, stell ich noch Xenos. ein. Wo ist jetzt hier mein großer. Weil ich finde zum Beispiel Warhammer 40k The Xenos, ich finde, da gibt es nur Orks an Xenos und halt Nein, dann es gibt ja weitere. noch Mekrons, Ja, Tau, aber ganz wie viele willst Arten du von die in eine Troll. Trainingsrunde einbringen? Da bin ich wieder. Da warst man selber auf dem Paket und dann kommt nur eins für zwei Nachbarn an. Ja. Hast du nur bestellt? Achso, na gut. Brauchst du jetzt nicht der Öffentlichkeit sagen. Ach was, das sind Sachen für einen Geburtstag, wo ich was zusammenbastle. Oh, könnte auch für einen Geburtstag sein. Oh, hat er nicht gesagt. Ich habe es akustisch gerade den Anfang nicht verstanden. Ist unwichtig, ist egal. Nein, ich habe nicht bei Sedo King bestellt. Ja, Steven, erzähl, was du darüber weißt. Also, dieses Wesen, was mich gerade attackiert hatte, das ist ein Parasit. Der sucht sich Opfer aus und beißt oder dringt in den Kopf ein des Wirts und nimmt praktisch übernimmt teilweise die Kontrolle und frisst es praktisch von innen auf, bis es halt sich einen neuen Wirt sich heraussucht. Und das Ding geht Okay, dann ist es aber Nase, wirklich Ohren nicht oder allzu Mund rein. groß. Okay, also es ist recht klein. Ja. Ja, Und eine ja. Handschuhgröße von euch. Ja. Und übernimmt dann halt die Okay. Kontrolle des Wirts. Okay, weil ich stelle mir gerade vor, wie das versucht, irgendwo reinzukommen, wenn Kennst du es. Alien? Okay, kleiner, sorry. Kennst Ja, du genau, Alien? das ist klar, dass es daraus Es ist ist. noch Also. kleiner als das. Okay. Wobei, nee, Warhammer ist älter als Alien, also hat Alien das wahrscheinlich eher davon. Oder auch Ja. so eine RPG-Runde. Oh, daraus könnte man einen Film machen. Sag den Menschen von StarCraft bestimmt auch. Ey, du kennst das Interview, wo gesagt wurde, ein Space Marine sieht nun mal aus wie ein Space Marine. Oh ja. Blizzard und sowas, ne? Ja, und die haben Patentrechtsstreitungen gehabt, ne? Ja. Und dafür macht Blizzard jetzt genau das Gleiche. Die verklagt alles. Die verklagt alles. Außer Chinesen. Chinesen verklagen sie nicht. Egal. Ja. Ja, das ist das, was ich so weiß. Die halten nicht sehr viel aus, sind aber dafür sehr geschickt. Und tödlich. Das glaube ich gern. Ja, Mensch, der. Ich würd mir gern Beutes nochmal genauer ansehen, ob ich irgendwelche Spuren an ihm entdecke, die auf so etwas hindeuten könnten, dass etwas in ihm drin ist. Mal bisschen ziehen aus. Ja, verkackt. Na gut, aber Steven, du weißt, wenn jemand sowas initiiert ist, die Augen werden ganz tief versunken. Ne? Der scheint wohl leicht geistig abwesend. Also man sieht, Also der Wirt, man sieht es. der kriegt es zwar mit, aber. Hallo? Was diese plötzliche Unterbrechung zu bedeuten hat, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Semni.